Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Skyblock. Ich musste gerade gucken, ob die Aufnahme wieder läuft. Ich habe hier hinten eine kleine Plattform gebaut. Warum ich das nicht mit euch gemacht habe, ganz einfach. Ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Deshalb habe ich gerade auch nochmal kontrolliert, ob ich jetzt wirklich aufnehme und ob sich OBS nicht wieder zufällig abgeschaltet hat oder irgendwas. Und die muss ich jetzt noch ausleuchten. Und dort habe ich übrigens gar nichts gemacht, außer ich habe meinen Friedlichkeitsgrad auf meinen Schwierigkeitsgrad auf friedlich gestellt, weil langsam ist mein armer Computer doch etwas überfordert mit den vielen Monstern. Und das muss jetzt nicht sein. Ich möchte hier normal spielen können. Und nicht irgendein Geruckel und Gezuckel haben. Dass es besser nicht mehr geht. Ach so, ja. Ich wollte hier ausleuchten. Macht Sinn, ne? So. Auf welcher Höhe war denn jetzt das? Da war das. Moment, ganz kurz. So. Dann schauen wir doch mal, welche Höhe das ist. Auf der Höhe, weil dann mache ich das nämlich da hinten rüber. War jetzt so der Plan, dass ich nicht vorne alles so zumache, sondern dann halt da hinten, wo es eh niemand juckt. Oh, das ist ziemlich hoch. Gut, dann machen wir das so. Und machen hier. Ah, das finde ich schön und das finde ich auch schön, wie was ich hier zaubert. Schutz 2, Haltbarkeit 2, immerhin etwas. Meine Axt. So. Jetzt mache ich hier das Ganze weg, was ich nicht mehr brauche. Ich wollte ich das auffangen. Das, warum ich das jetzt hier weg mache, hat den einfachen Grund, dass ich dann noch mehr Holz habe. Und was hier der Plan ist, ist eigentlich eindeutig, würde ich meinen. So, das lassen wir mal da irgendwie so. So. Und sind das, was ich tendenziell jetzt am wenigsten brauche. So. Der Plan ist einfach, die kommen hierher. Und das muss eigentlich eins tiefer sein alles. Da ist sowieso schon was, das ist ja wunderbar. Und hier mache ich dann Wasser her. Und wenn die dann hier rauslaufen, dann fließen die hier runter. Eins weiter runter. Und so, hier machen wir zu. Und wenn die dann da runterfließen, dann kann ich sie einfach schnetzeln. Bisschen raus aus ihrem Ding. Dann werden die gegen mich gespült, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier mache ich dann halt so dicht, was mir nicht reicht, weil ich nicht genug Blöcke dabei habe. Ich irgendwie andere Blöcke dabei. Kürbisblöcke, von mir aus auch das. Geht das? Ne, das geht nicht. Die kann man da nicht setzen. Nehme ich die wieder mit und mache da dann Leitern hin, dass ich da einfacher hochkomme. Ja, ich weiß, sieht nicht besonders schön aus. Jetzt brauche ich noch Blöcke. Was sagt's denn? Ich habe doch Schneeblöcke eigentlich. Jawohl, die haben keinen Explosionswiderstand.
Will ich das jetzt so machen? Nein. Dann gehen wir halt wieder kurz fällen. Reicht uns das? Ich weiß es nicht. Und ja, ich weiß, das tut man nicht und das sieht hässlich aus. Ich weiß. Es juckt mich aber nicht. Ach, ich hätte ja noch viel im Inventar gehabt. Ja, wunderbar. Das war jetzt klassische Verschwendung, sogenannte. So. Wie machen wir das denn dann? Damit da kein Wasser rausläuft und nichts. Machen wir jetzt hier auch mal eine Werkbank her. Wie machen wir das? Ich kann das höchstens so machen. Dann läuft kein Wasser raus. Und man kann da hinstehen. Und da oben muss ich mich ganze Blöcke zumachen, sonst sehen mich die Creeper und wenn die mich sehen, springen sie alles in die Luft. Wäre jetzt nicht so gut. Geht das dann so überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie war das? Probieren geht über Studieren, ne? Ich muss eh nochmal rein, weil ich habe Wasser vergessen. So, dadurch kann man dann... Moment, dann könnte ich ja. Das sind Halbblöcke. Könnte ich das ja so machen? Geht das? Ich weiß es nicht. Lassen wir es mal. Wenn ich dann hier stehe, dann schwemmt sie alle Monster und Items zu mir her, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Wenn ich die dann so schlage, dann soll es eigentlich die Items auch zu mir her schwemmen. Sonst mache ich halt das unterste wieder auf. Das schauen wir dann bei Gelegenheit. Dann machen wir diese Fackel weg. Und machen das. Das hier machen wir auch weg. Und. Moment, ich muss gerade ein bisschen kurz gucken. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Egal. Das machen wir jetzt so. Und dann baue ich noch... Jetzt brauche ich meine Werkbank wieder. So, die stellen wir jetzt mal daher. Stöcke. Danke. Ach so, und Leitern brauche ich auch noch. Wunderbar. Das ist immer, wenn nichts funktioniert, so funktioniert, wie man das sich vorgestellt hat. So. Ich glaube, ich mache gleich noch eine Truhe hierher. Die brauche ich auch gleich wieder. Für den Fall, dass irgend so ein Superskelett oder sowas auf die Idee kommt, mich da runterschubsen zu wollen, hat sich das jetzt, glaube ich, erledigt. Hoffe ich doch. So, ja. Da kann ich so schnell nicht runter. Gut, Fackel weg. Ah. Aber dann komme ich nie mehr runter. Intelligenterweise. Da sollte man vielleicht noch bisschen klüger arbeiten. Ja, da arbeiten wir noch ein bisschen klüger. Und zwar
machen wir da ein sogenanntes Zauntor hin. Komme ich da dann durch? Hey, wie, das geht nicht. Wunderbar. Dann machen wir es halt ganz anders. Und gehen da noch ein weiter zurück. Brauche ich halt noch ein bisschen mehr Zaun. Muss hier sowieso noch was hinmachen. Ich mache einfach, ja genau, ich habe jetzt eine gute Idee, glaube ich zumindest, dass eine gute Idee ist, das alles noch zu joinen. So, hoppla. Ich weiß, das sieht nicht schön aus, aber ich will da jetzt so eine, wie eine Art Wand hinbauen, damit man da nicht versehentlich runterfallen kann. Also so schon runterfallen, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Ja, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. So, komme ich da rüber. Ja, brauche ich das Ganze nur noch da. Zack. Wunderbar. Sollte das ja halbwegs sicher sein. Beziehungsweise jetzt da noch ein her extra. So. Und auf der anderen Seite mache ich das genau dasselbe. Dann sollte man da ja jetzt nicht mehr so einfach sterben können. Glaube ich. So. Ja. So. Passt das so? Ja. Gut. Ich denke, man kann jetzt nicht mehr so einfach runterfallen. Am Ende geht es halt trotzdem ein bisschen schnell, aber hey. So, jetzt brauche ich noch mein Wasser. Und dann beende ich auch die Folge wieder, von der ich glaube, dass ich sie ziemlich überzogen habe. Aber wäre ja nichts Neues. Und offensichtlich funktioniert unsere Farm ziemlich gut. Also ich bin echt überrascht, muss ich sagen. Also ziemlich überrascht. Das sind Karotten. Und hier gibt's irgendwo noch mehr Samen. Auch nicht. Genau, die will ich. Jetzt lasse ich die kurz im Inventar, damit ich zum Beispiel weitere noch aufsammle. So, jetzt nehme ich das erst Beste, das ist Zucker. Okay. Wunderbar. Und dann was will ich noch machen? Ach ja, das Wasser. Das ist, wenn man was macht und was anfängt, dann nicht zu Ende macht. Eimer. Wo haben wir jetzt wieder einen Eimer? Da hätten wir einen Eimer oder Lava drin? Ja, ich wusste doch, ich habe noch einen Eimer, da ist Wasser drin. Irgendwie, ich bin ja nicht so ganz zufrieden, das ist nicht so ideal. Hallo Fledermaus.
Und genau das sollte dann mit dem Monster passieren. Ich hole zur Sicherheit mal noch einen zweiten Wassereimer. Damit die gleichmäßig davor gespült werden. Und so wie die sich dann irgendwann drängeln, sollte das eigentlich halbwegs funktionieren. Gut. Ach nee, stimmt. Mir fällt gerade ein. Ich habe die Aufgabe mit der Schallplatte noch gar nicht geschafft. Wenn ich die da lasse, soll die spawn, oben spawnen die ja trotzdem. Bin gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht so lassen soll, damit hier unten nichts spawnt. Kann man sich überlegen, ich probiere es einfach aus. Wenn es nicht funktioniert, mache ich sie weg. Wenn es funktioniert, ist schön. Und das kommt wieder weg. Und ob ich die da treffe und ob das funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Skyblock. Denn diese Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Skyblock.